Hey yo, willkommen! Wir kommen hier gerade im Hintergrund bei Ariel an, denn wir machen wieder unsere geile kleine Route. Ganz entspannt, nicht mehr so hektische Schnitte, aber es kommen dennoch ein paar Schnitte rein, auf jeden Fall. Aber nur, wenn ich denke, dass es wirklich nötig ist. Und solange quatschen wir hier schön mit dem Chat, haben Spaß zusammen, hören die geilen Sounds von Star Citizen. Und sehen uns die Carrack an, weil die ist einfach geil. Ach, immer wieder schön. Oh nein, jetzt bin ich hier abgedriftet. Ich muss mich immer noch ein ganz klein wenig an Maussteuerung gewöhnen, bis ich einen neuen Joystick habe. Wir sind wirklich die passenden Mods für Raisin, ja. Das stimmt. Ich bin heute nicht da. Geil. Bitte nicht Alter 4 zum Ansicht wechseln. Ich gebe mir Mühe, das ist ja neulich mal passiert. Und einmal Erdnüsse essen von Zapzerab. Nice. Zapzerab. Ja, doch, war so richtig. Oh, danke für dein Abo, Zapzerab. Ah, ich flieg mal los. Danke für den Twitch-Prime, aber hier, guck. Wir sind jetzt bei 28 von 35 bis zum Aurora ES Giveaway. Geil. Zap, zap. Wie gesagt, ich finde, das kann man schön aussprechen. Wie, was kriegt jeder außer du? Das, diese Abo? Die Abo-Anzeige, ich weiß nicht. Ich check's auch nicht. Das muss irgendein Systemfehler sein. Das tut mir auch sehr leid. Vielleicht ist es mir irgendwie möglich, dein altes Abo rauszusuchen in der Liste und dann feuere ich das nochmal ab. Muss ich mal gucken. Ja, vielleicht taucht's auch noch auf in der Liste, dann machen wir es das nächste Mal. Aber keine Sorge, du bist geehrt. Fühle dich geehrt. Ist schon okay, wenn du... ey, ich freue mich auch. Wenn ich irgendwo abonniere und da kommt kein Alert rein und der Streamer registriert es nicht mal richtig, dann bin ich auch mega enttäuscht. Aber ich habe es auf jeden Fall registriert. Keine Sorge. Und ich schätze das sehr. Ach, guck mal. Ariel ist schon ganz schön. Sehr gelb. Sehr gelb, aber schön. Fantastisch. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal so ein bisschen Anvil-Fanboy werde. Aber seien wir ehrlich, ich bin von jedem Hersteller ein bisschen Fanboy inzwischen. Ich muss echt ich finde jeden Hersteller geil. Die machen alle geile Schiffe. Ich meine, ich mag auch den Aegis-Style. So, das sind ja die großen Konkurrenten, wenn man so will, nochmal. So in vielen Bereichen. Und selbst da finde ich beide geil. Und die haben beide. Ich mag bei Aegis mag ich bei den größeren Schiffen super gern diese ganze Polsterung in den Gängen. Ich finde die Gänge so geil bei Anvil. Bei Aegis. Aber die bei Anvil mit den. Mit den kantigen Formen und dem Kreisen in der Mitte vom Schiff, ich finde, das ist auch geil. Ach. Was mit Crusader? Gebliebe für Crusader. Alter, Crusader. Lass mich da mal gar nicht erst anfangen. Wir haben ja noch kein Crusader-Schiff im Spiel. Deswegen, ich halt mich da zurück. Aber rein vom Äußeren her und von dem, was von den Konzepten her schon da war, da bin ich definitiv auch ein bisschen Fanboy. Achso, ich wollte ja endlich mal anfangen, ein bisschen decoupled. So, dann landen wir ganz sanft und smooth decoupled. So, findet ihr das nicht auch mal geil? Oh! Da höre ich schon, wie jemand hier auch... da kommt noch jemand. Da hoffentlich ist der freundlich gesinnt. Ey, Drake ist halt einfach ein geiler Hersteller. Die Schiffe sehen so wunderschön. Aber so wirklich nur Funktion und mehr nicht. Nicht mehr so Sicherheit. Und generell mag ich diesen roughen Stil. Deswegen habe ich auch eine Backe hier. Ich finde das total hübsch. Und Misk baut halt... Die Schiffe, glaube ich, wo man am ehesten sagen kann, die sind nicht hübsch. Mal abgesehen von der Reliant, die hat das natürlich vom Stil her nochmal was ganz anderes. Aber die anderen Schiffe, da denkt man immer erstmal, hä? Und dann denkt man sich so, aber es hat schon seine Vorteile, das Design. Und von innen finde ich die auch, da finde ich es lustig, da fühle ich mich immer so mega klein, wenn ich durch die Türen von Misk-Schiffen laufe, weil die diese ovale Form hat. Und das ist so unüblich. Okay, Kanten kennen wir, aber so dieses Ovale,
das hat so was richtiges Maritimes, finde ich. Da fühlt man sich, wenn sich so eine Misk-Tür schließt, dann fühle ich mich immer direkt sicher. Dann denke ich mir immer, jetzt kann der Druckabfall kommen im gegenüberliegenden Raum, da kann gar nichts mehr passieren. Die Starlifter hatten Rework. Also ganz ehrlich, das war jetzt nötig. Ach, na gut, vielleicht hat er mich nicht gesehen. Das Cockpit von Misk zieht. Es sieht ein bisschen wie ein Dildo aus, ja. Das stimmt. Das habe ich ja schon öfter mal erwähnt. Aber das ist. Es hat, ich finde es trotzdem, vor allem wenn man es von innen sieht, dass das nicht die krasseste Übersicht hat, ist klar. Das ist doch. Warte mal kurz. Den kenne ich doch. Das ist doch der Style von Soul Addicted. Der läuft doch immer so rum. Soul Addicted, bist du das zufällig gewesen? So sah der doch das letzte Mal aus, oder? Das hatte der doch an. So. 456 SCU. Ich hatte, glaube ich, vorhin mal 460 gesagt. Schön Titanium einladen. Fantastisch, funktioniert direkt so. Wir geben fast unser ganzes hart verdientes Geld aus. Da haben wir es. 323 ungefähr. Misk mag ich, weil dieser Dieselpunk-Style so einzigartig ist in diesem Spiel. Dieselpunk. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Begriff da ganz d'accord gehe, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es sieht halt nützlich aus, aber nicht zu schick. So, man weiß, so sieht halt verlässlich aus. Ich glaube, das ist das Wort, wonach ich gesucht habe. Ein bisschen steril, aber verlässlich. Also, das muss man den Misk-Schiffen wirklich ein bisschen vorhalten derzeit. Die sehen oft ziemlich steril aus, wenn man mal auf der Starfarer guckt, wie die Crew-Quartiere aussehen. Aber auch in der Freelancer wirkt es ein bisschen steril. So wirklich so, ja, wir haben in einen Gang einfach alles reingeklatscht und es gibt nicht wirklich irgendwie mal einen Platz, um ein Bild aufzuhängen oder so gefühlt. Ah, du bist es nicht. Okay, Soul Addicted ist es nicht. Ja, stimmt, aber dafür schreibt er erstaunlich wenig im Chat. Er stream-sniped. Stream-sniped mir das Trade-Gut weg. Also die Fracht weg. Apropos schick. Geiles Bild von Carrick vor der Sonne. Oh, welches meinst du? Einfach hier jetzt so? Oh ja, du hast voll recht. Oh, das sieht wirklich gut aus. Mach ich mal einen Screenshot. Bei Screenshot hackelt das Spiel auch gerne mal bei mir kurz. Ich weiß nur, ich finde keinen guten Winkel, glaube ich. Ja, mal. Star Citizen ist auch ein bisschen Screenshot-Simulator, einfach mal. Wisst ihr was? Ich setz das Schiff da hinten auf den Berg drauf. Ich mache jetzt ein bisschen Screenshot-Simulator. Sagt der gerade sein Geld? Tja, Steve. Ich hoffe sehr, dass wir, dass unser Geld nicht zurück gesetzt wird. Jetzt innerhalb bis zum nächsten Patch. Weil ansonsten wird es spät, dir das zurückzuzahlen noch. Aber ich kann es dir dann halt zurückzahlen über die App. Ich will mal wirklich dann eine große Summe direkt über die Player Citizen Trading App bezahlen. So, wir machen hier schön gleich mal. Lenny habe ich noch draußen. Alles gut, alles gut. So, ich habe ja gesagt, ich will ein bisschen schöner landen. Und yep. So, das geht nämlich hiermit wirklich besser. Ja, wirklich einfach mal mit decoupled landet, ganz sanft und smooth. Ein bisschen sliden, aber passt. Ach Mann, jetzt sind wir so. Ja doch, es geht. Aber wir machen ein bisschen Screenshot-Simulator. Ich hätte irgendwie.
Das sieht vielleicht auch geil aus, wenn das so durchstrahlt. Oh, das ist ganz gut mit dem Stein so im Vordergrund. Ich finde das okay so. Ja, die Player Trading App sollte mit 3.10 kommen, genau. Okay, jetzt wollen wir aber hier mal wieder an die Arbeit gehen. Okay. Was ist gefährlich? Du lässt die Carrick offen sehr leichtsinnig. Das stimmt, das ist wirklich gefährlich. Ich bin zu gutmütig. Wow, eine goldene Carrick. Alter, eine goldene Carrick. Ich wette, das ist das nächste Concierge-Perk. Nee, die kriegen eigentlich nur so Luxusschiffe aus und die C8 aus irgendeinem Grund. Aber naja. Das Geld wird sicher nicht zurückgesetzt. Falls das so wäre, würden wir beide wieder von vorne beginnen. Ja, das wäre klar. Also das wäre schade, aber das dachten wir auch letztes Patch und dann mussten sie es letztendlich doch machen. So, ja, natürlich nur mit. Warte mal, nur mit Keule? Ach so, ja, natürlich kommt die nur mit Alpha UEC. Es kommt wirklich nur Alpha UEC, genau. Keine Gegenstände und Merit. Merits kann man dann auch traden. Warum auch immer, aber es geht. Die Funktionalität ist drin, das haben sie bestätigt. Genau. Und jetzt mache ich einen kleinen Cut, bis wir bei Lorwell sind. Wir haben kein Giveaway. Sorry, ich wollte einen Cut machen und habe die falsche Taste erwischt. So, und da landen wir ganz, ganz sanftmütig, ohne irgendwo anzuecken. Geschafft. Gott, das war wieder nicht ganz. Ja, okay, war nicht ganz perfekt, aber der Hangar ist einfach zu eng für die Carrick, okay? Okay, akzeptiert ihr das? Super. Hype. Bis Wochenende. Super. Schon? Aber es ist doch erst Mittwoch. Mitten in der Woche hat er Trickshot Landing. Naja, nee, das verzichte ich mit der Carrick hier in dem Hangar. Vor allem, wenn wir so viel Fracht haben. Lande mal die Kappe. Ich hab die Kappe. Das war gerade die Kappe. Ja, ich hab's nicht ganz zu Ende gebracht. Ja, okay, ich bin zu ungeduldig manchmal. Mein Landing-Gear ist inzwischen ausgefahren, ja. Klar hat Steve das verdient. Ja, okay, Leute, ich weiß, ich. Ihr regt euch sonst auf. Ich mach's gleich wieder zu. Mit bloß keiner die Carrick wegschnabeliert. Selbstzerstörung aktiviert oder sowas. Wisst ihr, wann ich Wochenende hab? In ungefähr 4 Monaten. Ich hab keine freien Tage jetzt erstmal mehr. Ich will mich aber nicht beschweren, mein Leben ist nicht schlecht. Aber halt keine freien Tage. So, und ich hoffe sehr, dass wir jetzt wunderbar viel Geld einnehmen direkt. Schön viel Geld kassieren. Nom 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 nom. Hom nom 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 nom. Geld. Lecker. Streams sind aber deine Freizeit, oder? Ja, exakt. Das ist meine Freizeit. Die macht sehr viel Spaß, wie ich die verbringe. Wenn dein Beruf sein Hobby ist. Naja, so würde ich das gerade nicht formulieren. Aber ich habe ein paar Projekte, bei denen ich sehr passionate, wie nennt man, also ich stehe da mit sehr viel Leidenschaft dahinter. Nice. Alter, Wossi. Wossi, krass. Wossi verschenkt gerade 3 Stufe 1 Abos. Wie weit sind wir denn dann jetzt auf dem Goal? Das ist doch nicht aktualisiert hier. Die muss ich nachher manuell hinzufügen, wenn das jetzt hier nicht aktualisiert. Sind wir bei 31. Krass, vielen lieben Dank, Wossi, für ganze 3 Abos. Warte, wir müssen woanders lang. Das finde ich super lieb von dir und ich glaube, da freuen sich gerade 3 Leute für über geile Emotes, die sie jetzt bekommen. Okay, so geil sind sie vielleicht nicht, aber
Schwarze Mamba hat eins abbekommen. Dann Taigumi hat eins abbekommen. Und Shadow Jump One. Shadow ist da. Shadow. Und wo ist dein... Der raidet mich doch sonst immer mit einer Person. Also host mich mit einer Person. Okay, das hat mich gerade erschreckt. Weil er so diszipliniert da stand. Hier die dreckigen Fenster von Lorville. Also wirklich mega fett. Mega fett, Bossy. Oh, damit ist Bossy auf Platz 1 für diesen Monat. Danke, Bossy. Dir auch noch einen guten Flug. Vor allem guten Flug dir auch noch. Guten Flug ins Bett. Ja, hast du dir jetzt auf jeden Fall verdient. So geht das aber nicht. Keule fühlt sich direkt angegriffen. Was? Ich habe nur noch ein silbernes Abzeichen? Bossy reicht. Warte auf nächsten Monat. Nächsten Monat kannst du mit einem geschenkten Abo dann wieder Platz 1 sein. Das passt so. Ach, da hinten ist sie. In der Ferne. Wie lang man einfach zu diesem Business District fährt. Ich kann auch nicht einschätzen, ob diese Züge hier wesentlich schneller sind oder langsamer als die auf Microtech. Ich habe das Gefühl, sie sind langsamer. Aber jetzt, wo wir die von Microtech haben, wünschte ich mir hier halt auch, dass man vorne und hinten raussehen könnte, oder? Das wäre doch richtig geil, wenn man einfach... Also ich finde, das macht hier tatsächlich fast schon ein bisschen viel kaputt. Weil so stehe ich hier immer an den Fenstern, um so halbwegs was zu sehen von da, wo wir hinfahren. Ich meine, das hier sieht doch so beeindruckend aus, wenn man hier reinfahren würde und man könnte vorne raus. Vielleicht ändern sie das noch. Das fände ich sehr geil. Alles wird besser mit den Cargo-Decks. Aber ich glaube nicht, dass sich das hierauf auch bezieht. Also vielleicht gibt es ein Cargo-Deck. Aber ich denke trotzdem, dass man noch gewisse Dinge hier höherpreisiger verkaufen kann mit mehr Gewinn. Das ist ja so ein bisschen... Ich meine, warum kommt man sonst hierher? Eigentlich maximal fürs Sightseeing oder weil man in den Shop will, um irgendwas Spezielles hier zu kaufen. Aber eigentlich kommt man hier zum Handeln her. Und ich finde es auch fassen... Ich weiß, es dauert lange. Wenn die Züge ein bisschen schneller wären, wäre schön. Aber ich finde es eigentlich geil, dass man hierher geht. Und hierher muss wirklich, um hier Sachen zu verkaufen. Wenn seine Community sich auf diese Weise streitet, hat er echt alles richtig gemacht. Das stimmt. Ey, sowieso so viele Menschen und ich habe noch keinen Streit mitbekommen. Ja, dass man sich mal auseinandersetzt, das ist vollkommen gewünscht. So, es kann ja unterschiedliche Meinungen geben und man kann diskutieren. Diskutieren ist was anderes als streiten. Und wir hatten noch keinen einzigen Streit hier. Und das ist super geil. Meine Mods schlafen, glaube ich, langsam ein, einfach deswegen. Das hier ist ein bisschen unglücklich gemacht, das mit dem Licht. So, 320.000 ungefähr hatten wir. Übrigens, ich habe inzwischen 3 Carracks. Obwohl ich eigentlich nur eine haben sollte. Oder nee, ich sollte 2 haben. Eine noch für Subscriber. Kein Streit. Beleidige mal einer die Mercury Star. Ja, okay, dann gibt es aber auch mit mir Streit. 400.000, das sind 85.000, die wir jetzt fast an Gewinn machen. Geil, heute mal wieder einen richtig geilen Run gehabt. Mozart ist Mozartkugeln. Ist das jetzt der Streitversuch? Ey, nein, tut mir leid. Freeze ist doof. Wow, das ist so provoziert man aber keinen Streit. Aber das ist geil. Das ist ein guter Versuch, einen Streit zu provozieren. Einfach so. Der ist doof. Du bist doof. Nee, natürlich, wir wissen, dass es in dem Fall nur ein Spaß war, ansonsten hätten die Mods jetzt natürlich Maßnahmen ergriffen oder so. Aber Freeze nimmt's mit Humor, glaube ich. Zu mir dürfte sagen, dass ich doof bin, wenn ich mal doofe Sachen mache. Aber nur, wenn ich es auch halbwegs lieb meint. Also, wir haben unser Ziel voll erreicht und haben noch einen guten Mining Ranking dran gemacht. Ich hätte jetzt theoretisch bestimmt noch um einiges mehr gemacht. Aber die ersten Segmente heute haben so lange gedauert, was überhaupt nicht schlimm ist. Denn morgen werden wir weiterhandeln, eventuell. Ich weiß noch nicht genau. Ich glaube, ich habe Bock. Ich will schön Money machen. Money machen. Die Verluste sind jetzt wieder ausgeglichen, die wir das eine Mal gemacht hatten, glaube ich. Und damit sind wir wieder auf dem Stand von vorher. Wir haben jetzt
wir sind weit drüber dem Stand von vorher. 551.680. Ich weiß, es ist für viele da draußen nicht viel. Für mich persönlich ist es das meiste, was ich, glaube ich, hier im Spiel je an Geld hatte. Und wir bauen da drauf auf und trainen uns nach oben. Und irgendwann machen wir noch gefährlichere Routen, wo es noch mehr Geld gibt. Also, auf YouTube war es das jetzt. Im Stream geht es noch kurz weiter und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald.